So, heute geht's weiter mit Assassin's Creed Origins. Wir machen heute den letzten Leibwächter. Wir lassen gerade den Polizisten nochmal Polizisten sein. Also diese Phylakidae. Die. Lass mal gerade mal so sein, wie es ist. Keine Sorge, ich hole sie mir noch. Wenn ich immer Level 20 oder 22 bin, dann fische ich mir den Typen. Keine Sorge. Keine Sorge, den hole ich mir noch, den Typen. Ich glaube, wir müssen mal kurz zum Schmied vorbeischauen. Mal die Teile anfassen, die wir so haben. Ja, ist einfacher für mich. Kurz vorm Spiel vorbeischauen, ich will die Teile anpassen. Mit Kohle müssen wir eigentlich genug haben. Geh mal weg. Aufrüsten. Aufgerüstet. So, verkaufen. Verkauft. So. Ein Schnäppchen. Gut, wir haben die. So, wir haben jetzt mal wieder ein bisschen Zeugs aufgerüstet. So, ich muss mal ganz kurz mit dir quatschen, weil ich was verkaufen will. So, und dann möchte ich das. Den schattigen Schild abgeben. Gut. Ja, perfekt. War auch gut mit dir zu handeln. So, dann machen wir mal kurz weiter mit der Mission. Wie gesagt, ich möchte eigentlich ziemlich zeitnah. Also, wir machen jetzt noch die eine Nebenquest hier. Und dann haben wir so, glaube ich, alle, was unsere Level betrifft, ne? Dann haben wir, glaube ich, alles einmal weg. Oder? Ja, haben wir dann. Genau. Die wären noch ein Machtmissbrauch. Ach, die Hunde noch mehr. Dicke Haut und eingerichteter Tausch. Und dann haben wir noch ein bisschen Nebenaufgaben. Dann haben wir noch drei Nebenaufgaben da unten drin. Weil ich will eigentlich erst. Jetzt haben wir mal so, es sind leicht verdiente Erfahrungspunkte. Aber. So.
ihm hier und ihn. Oder? So. Perfekt. Ich wünschte, diese Banditen hätten diesen Arikon. Tja. Du, dieses Abzeichen. Bist du ein Mann von Ehre? Es gibt nur noch so wenige. Ich bin ein Magi. Ich löse Probleme. Gut, ich habe eins. Ein höchst wertvoller Schatz muss heute noch überbracht werden. Du wirst gut bezahlt werden für diese Arbeit. Hier sind einige Drachmen als Vorschuss. Diese Stadt ist sehr viel teurer, als ich gewohnt bin. Gut, abgemacht. Folge mir. Okay. Das, worum ich dich bitte, ist von höchster Wichtigkeit. Ja, natürlich. Das Leben ist nicht einfach, das kann ich dir versichern. Tigerfelle oder Statuen zu transportieren, ist ein hartes Brot. Ach, diese Arbeiter. Die sind nie da, wo sie sein sollen. Nun, wie ich sagte, es muss schnell gehen. Oh, und weiche nicht von deiner Aufgabe ab. Kein Stück. Ich würde es erfahren. Mehr als das ist mir nach der Flut nicht geblieben. Du hängst anscheinend sehr an deiner... Fracht. Ich schwöre, beim Grab ihrer Mutter, die Götter schickten sie, um Alexandria zu verbessern. Sie? Ich habe deinen Leibwächter, Kara. Ich wünsche keine Wiederholung wie beim letzten Mal, Tochter. Warte, das ist nicht das, warum du mich Magi, ich überschütte dich mit Drachmen, solange sie sicher ist. Und Kara, vergiss nicht den... Wir haben ihn gekriegt. Natürlich, Vater. Das möchte ich nicht verpacken. Warte mal, wie haben wir denn bekommen überhaupt an? Das ist gar nicht klar, ne? An dem Quest. Ah, wie viel Kohle wir gekriegt haben. Ich bin so glücklich, dass du mir zu Hilfe kommst, Magi. Du bist schnell wieder zu Hause. Keine Sorge. Oh, natürlich. Danke, mein Bulle. Du siehst aus wie Herakles. So, der Kanal. Vielleicht nenne ich dich meinen Herakles. Ja. Endlich. Planänderung, Herakles. Wer? Ja, schon gut. Kind, ich bringe dich jetzt nach Hause. Ich gehe nicht. Kennst du eigentlich die Priester hier? Langweilig. Nein, ich muss auf den zentralen Markt. Ich habe von neuen persischen Stoffen gehört. Ich brauche sie. Vergiss es. Was? Sonst schreie ich. Dann kommen die Soldaten. Und dann, nun, selbst wenn du überlebst, wird Vater sehr erzürnt sein. Anubis soll diese Stadt holen. Bist du Sachmet in Verkleidung? Ist das eine Prüfung? Wie war das? Ach, nichts. Gut, zuerst holen wir mein Pferd. Sie wird furchtbar behandelt, wenn ich nicht in der Nähe bin. Vergiss es. Vergiss es. Man sollte meinen, jemand würde das Wasser reinigen. Vergiss es, ich bringe dich jetzt du ganz schnell. Das Brot sehr gut. Wirklich viel besser als meine anderen Leibwächter. Weißt du, wenn du schneller fahren willst, das wäre in Ordnung. So, folge Kara. Ich bin ein guter Mensch, ich helfe. Ich liebe diesen Teil der Stadt einfach. So rustikal. Man kann es förmlich riechen. Sie leben ein wahrlich einfaches Leben hier. Pegasus kann es einfach nicht erwarten, mich wiederzusehen. Junge Dame, wie schön, euch wiederzusehen. Hier ließen Sie neu geschlagen, wie gewünscht. Na also, war das so schwierig? Wo ist meine Bezahlung? Ich sollte dich nur nach Hause bringen. Nicht für dein Pferd bezahlen. Ich bin sicher, mein Vater wäre nicht erfreut, dass du das halt doch die Backen. Diskutierst, Pferdemann. Natürlich. Ich bespreche das mit deinem Vater. Oh, Pegasus. Ich weiß, du hast mich vermisst. Ja, das hast du, du wunderbares Geschöpf. Wenn du nur Flügel hättest. Zeit zu gehen, Leibwächter.
Diskutiere, Kara. Ein bisschen überhaupt lang. Wieder hoch. Also sprich so hoch auf die Hauptstraße, auf die zweite und dann rüber, oder was? Haben wir hier irgendwo Besuch, was ich. Nee, haben wir nicht, okay. Jetzt reicht es mir. Ich bringe dich nach Hause, Prinzessin Kara. Oh, ihr großen Kerle seid alle gleich. Ihr gönnt mir auch keinen Spaß. Tja. Ich sollte dich hier lassen. Es ist deine Pflicht, mich sicher abzuliefern, oder nicht? Wer würde da. Ich muss wahrscheinlich jetzt gleich links oder so. Dein Gewissen wüsste es. Sieh da, Leibwächter. Dort hatte ich meine erste Diskussion mit einem Soldaten. Ich bin Diskussion. Sehr, sehr dankbar. Wir müssen zum Markt und Stoffe kaufen. Müssen wir nicht. Ich bringe dich nach Hause, wie es dein Vater wollte. Und nichts anderes. Jetzt reit vor. Weißt du, du machst alle meine Chancen zunichte, dieses perfekte Leinen zu bekommen. Da gibt es Unterschiede? Du bist viel ernster als meine üblichen Leibwächter. Tja. So bin ich halt. Du könntest alle Leibwächter. Ich habe einen Namen. Bayek? Ah, du kennst meinen Namen. Ich kann mich an alle ihre Namen erinnern. Wessen Namen? Die der Leibwachen. Ich schicke ihren Familien sogar Geschenke, wenn ich kann. Kara. Kara. Ja? Wenn wir Leinen für dich finden, wärst du glücklich? Nein, 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 das werden wir nicht. Natürlich. Danke, Bayek. Vergiss es. Du hast einen wirklich interessanten Blick. Danke. Geh weg. Ich habe gar keinen Bock darauf. Wir sind fast da. Endlich. Folge Kara. Aha, endlich. Diese Stoffe sehen gut aus. Oh, das ist aber schwer. Jetzt kannst du mir helfen? Oh, Alter, du kannst mich aber ganz schön manchmal nerven. Ich bereue es jetzt gerade. Pegasus! Sie wurde gestohlen! Willst du mich faxen jetzt? Hier. Geh nicht weg! Geh weg damit. Ja. Pegasus, ich wusste, dass irgendwas in die Richtung passiert, ey. Komm her, Pferde. So, Abflug. Ich hab doch gesagt, ich wusste, dass irgendwas in die Richtung passiert. Wo ist das Typ hier? Da. Gebt den Weg frei! Hau ab jetzt! So, jetzt. Alter, verpiss doch schon hier. Bring Pegasus wieder zu Kara. Du bist natürlich genau in das Viertel reingerutscht. Ja. Erledigt. Oh, ruhig, Mädchen. Ich bring dich zurück. Deine anstrengende Herrin vermisst dich schon. Pegasus, hm? Gefällt mir. Gut für ein Pferd. Du wirst Eier gefallen. Wie gesagt, ich habe schon was in die Richtung gedacht, dass da mit Sicherheit, dass irgendwas passiert.
ist denn jetzt wieder hin? Da. Papa Pegasus hat gelahmt. Bayek ließ sie versorgen. Er war nur kurz weg. Ah. Ich habe gehört, es gab Ärger, aber meine Prinzessin sagt, du warst der Held des Tages. Kann er für immer mein Leibwächter sein? Bitte, Vater. Wie viel kostet es, ein Magi-Fest anzuheuern? Ich bin nur für kurze Zeit hier. Jupp, ich bin mir mal da. Dann nimm bitte diese äußerst großzügige Belohnung für deinen Dienst an. So. Quest abgeschlossen, letzte Leibwächter. Oh, wir haben noch nicht ganz Level 16. So, eine Hauptquest haben wir noch. Oder eine Nebenquest? Ne, wir haben mehr, ne? Hier war noch was. Der Machtmissbrauch, dicke Haut. Muss jetzt gerade gucken, bis ich hier runterkomme jetzt erstmal. Ja, ich bin da oben natürlich. Und ich bin nicht ganz allein, aber ich glaube, der Typ, der da vorne gerade so ein bisschen, der Polizist, der versucht es gerade so ein bisschen zu nerven. Deswegen reise ich da rüber. So. Lutti. Die dicke Haut wäre das nächste, was es da angeht. Jetzt hier. Ich will mich ja 16 noch fertig machen, bevor ich ja. Was? Also. Eieiei. Ich habe mich ein bisschen von der Menge der Leute übernommen. So, ich will nur die Level 16 noch machen. Wo sind die jetzt hin? Arbeitet. Okay. Schade. Schade. Das war einige, ne? Kommt wieder so Trupp angelaufen mit 7 Art Leuten. So, eigentlich. Ich mache trotzdem jetzt gleich Feierabend. Weil hier ist nämlich die nächste beiden 2 Quests mit Level 13. Ich glaube, ansonsten haben wir so alle, ne? Zumindest, was ich jetzt so sehe.
Ja, ich würde die gerne in den Quiz machen. Sind da drei Stück? Das würde ich sagen, gehen wir dann in der nächsten, ab der nächsten Folge und auf der nächsten Aufnahme. Wir sehen uns auch wieder bei Let's Play Assassin's Creed Origins.